Warte. Köpfchen. Ach ja. Es ist doch jedes Mal wieder eine Freude. So, Mädel schreit. Ich bin bereit. Aber hier schon wieder die Zug-TMP. Irgendwie mag ich keine Schnellfeuerwaffen in diesem Spiel. Da ist hier ein Fernseher. Was läuft wohl im Programm? Warum gibt es denn hier keinen Container? Ich will die Viecher loswerden, meine Güte. Das wird sonst teuer von die Punkte her. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Wow, der erschießt mich noch. Moment. So. Alter. Irgendwie bin ich momentan nicht gerade reaktiv. Geil, der Controller macht kabum, babum, babumpa. Gibt es denn hier nicht irgendwo einen Container, wo ich die Viecher reinwerfen kann? Die Viecher. Ich werde mir mal einen von den Vögeln, werde ich mir mal schnappen, weil sonst sehe ich das nicht, dass ich Leute loswerden kann. Es wäre doch zu convenient, wenn die Mülleimer da die Möglichkeit bieten würden, aber nö, selbstverständlich nicht, oder? Sanctus. Das ist ein Schredder. Meister Schredder. Ja, ich pack den mal hier zu seinem Kollegen. Nee, es gibt keine Container auf diesem gesamten Areal hier. So, Zielperson ist Wade. Der Wadenbeißer. Ich würde auch den Schlappschwanz Lenny gerne erschießen. Der ist so doof. Er hat die arme Nonne abgeschossen. Dafür würde ich ihn gerne bezahlen lassen. Jetzt muss ich hier durch, weißt du, und... Ach du... Eieiei. Och, Wade, ich hab noch 35 Kugeln für dich. Es könnte vielleicht Wade eliminieren. Alter, schon wieder eine Folge. Ah, so, zweiter Kaffee. Ein zweiter halber Liter von 3,5 Litern am Starte. Ist die Musik laut, Digga. Die sollte ich eigentlich abschalten, weil ich habe schon einige Claims gekriegt wegen der Mucke. Weil irgendwie dieses Spiel verwendet Musik von so einem, ja, Musikdiscounter für Spieleentwickler, der mir schon öfter Claims eingebracht hat. Ja, ich habe keine alte Magie mehr, also keinen Instinkt mehr. Weshalb es mir nicht möglich ist, Zielfeuer noch zu machen. Na gut, ich könnte noch einmal vielleicht. So, da vorne ist Wade. Geronimo. Ah, wenn ich das mal nicht bereue. Warte mal. Hier waren zwei Dinge, die ich finden sollte wohl. Also da steht einer.
Alter, ist das unangenehm hier. Da hinten blinkt was. Und da blinkte eben auch was. Ungünstig so zu laufen, weißt du das? Ah, jetzt ist seine Lampe im Weg hier. Guck mal, seine Birne ist im Weg beim Zielen. Alter, ist das knapp. Ah, und dann auch noch seine Lampe ewig im Weg. Ja, scheiße. Ich habe aus Versehen geschossen. Warum tue ich das immer? Ja, ich bin nervös. Ja, guck, immer noch. So, okay, der steht da hinter der Ecke. Ich will halt nur möglichst wenig. Oha. Was ist nur los? Wollt ihr ewig leben? Sag dir das, Dreckskerl! Er stickt dran, Arschloch! Hä? Was ist jetzt gerade passiert? Jetzt, wo sie tot sind, machen wir ganz tolle Sachen mit ihnen. Oh, das ist ein Sicherheitsmaß. Ich schicke sie meinen Freunden, aber im Paket. Alter, was ist da gerade passiert? Ich hab's nicht begriffen. Also ist es wohl irgendwie, ich soll da so ein Quicktime-Event oder nee, diese Instinktgeschichte machen. Und zwar for free. Wohl irgendwie. Ich weiß aber nicht, wie das funktionieren soll. So, also ich gehe hier durch, dann geht das automatisch los. Aha. Wollt ihr ewig leben? Sieh! Sag dir das, Dreckskerl! Er stinkt dran, Arschloch! Aha. Wie soll das funktionieren? Ja, mal eben so was völlig Unerklärtes. Na? Oh, Entwickler, ihr seid solche Hater. So, also. Und so, ihr Wichser, wollt ihr ewig leben? Schieß! Sag dir das, Dreckskerl! Er stickt dran, Arschloch! Wie? Meines Erachtens habe ich die eben markiert. Also was geht hier ab? Ich versuche das nochmal und Alter, dann muss ich das nochmal ausprobieren. Was soll ich machen? Ah.
Hä? Es ist einfach so abgebrochen. Also was soll ich da tun? Ich werde das gleich nachschlagen, weil... Kommt schon, ihr Wichser! Wollt ihr ewig leben? Wie? Streck dir das, Dreckskerl! Der Stickdraht-Arschloch! Aha. Aha. Was auch immer ich mache, es passiert nichts. Jetzt muss. So, also wir sind bei 1,5 Folgen seit der letzten Pause. Ich muss das recherchieren. Hier, guck dir das an. Pass auf jetzt. Ich markiere die. Wollt ihr ewig leben? Schieß! Schreck dir das, Dreckskerl! Er stickt dran, Arschloch! Aha. Ach so, ich muss die alle mit dem Kopfschuss. Ja, toll. Ey, das ist ja. Aha. Ich bin nicht so gut mit dem Gamepad. Okay, alles klar. Ich versuche das jetzt so lange, bis das funktioniert. So. Und zur Not schneide ich das zusammen. Alter. So, da muss ich eine Zunge rausschneiden. Und so, ihr Wichser. Wollt ihr ewig leben? Schieß! Schreck dir das, Dreckskerl! Er stickt dran, Arschloch! Ah! So, das hat wieder nicht geklappt. Alter! Ja, ich bin nicht so gut mit dem Gamepad. Das ist das Problem. So, dann renne ich mal. Dann geht das schnell. Ach, ich hake hier immer fest. Ach, Digga, ich bin sowas von nervös. Also. Ja, da muss man erstmal drauf kommen, ne? So, jetzt. Kopfschuss. Kopfschuss. Er stickt dran, Arschloch. Kopfschuss? Wait, Kopfschuss? Okay. Warte, Leute. Da muss man jetzt mal drauf kommen. Und dann kriege ich noch Strafe für Nicht-Ziel-Todesfall. Ach! Yo, wait! Wer ist jetzt der Schlappschwanz, du Arschloch? Wenn du mich verarschst, mach ich dich fertig! Ich hoffe, du verreckst und das schön lange dauert, du blöder Wichser! Du mit der Glatze! Rühr dich nicht vom Fleck, sonst hast du deinem Hirn bald eine Kugel! Ja, glaub mir, Wade, das kommt davon, wenn man sich mit Lenny anlegt. Mach das ja nie wieder! Ich kannte mal so jemanden, schlimm genug. Hope, South Dakota. Sie sind weit weg von der Heimat. Ich hab was abgekriegt. Wie ist denn das passiert? Alter. War das gut? Irgendwie schon jetzt. Alter, aber ich hab's nicht gewusst, wie das geht. Freigeschaltet, Chamäleon 2 verringert den Urinstinktverbrauch von Verschmelzer. Nächste Stufe verbessert weiter die Fähigkeit von 47 mit der Umgebung zu verschmelzen und Instinkt zu regenerieren. Alles klar. Nächster. Ach, es gibt nichts Nächstes. Ich bin ein fetter Ahn. Ja, also. Ja, nee, also. Okay, drei Waffen. Ah, warum? Ach so, Chamäleon ist vollendet. Okay, okay, okay. Weiter. Ja, wollen wir doch mal schauen.
Auch so ein Schwanzersatz, Digga. Also wenn ich diesmal auch Claims kriege für die Spielmusik, dann werde ich sie das nächste Mal abschalten, auch wenn das dann die Atmosphäre extrem stört oder mindert oder wie auch immer. Why so serious? Bin mal gespannt, wie es weitergeht, was der nächste Spaß ist. Oh, der Verräter, das Verräterschwein, die kleine Ratte. Ja, du bist so schön. Ach, er nur wieder. Na, der berüchtigte Birdie. Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund, mich hier rauszuschleppen. Alter, da ist wieder dieser Elefant. Weil ich Ihnen meine Hilfe anbiete. Es geht um diese Entführung. Ich fürchte, Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie sich da anlegen. Ach, Birdie, warum so besorgt? Lassen Sie sich mal ansehen. Kann ich so einem Gesicht trauen? Dom ist tot. Dank diesem Glatzkopf. Und das bedeutet, dass Sie jemanden brauchen, der sich auskennt. Und da gibt's keinen besseren als mich. Habe ich recht? Ein Typ voller Vogelscheiße, der alle verrät. Ich habe das Mädchen. Ich brauche sie also gar nicht, oder? Warten Sie. Bleib cool, Mann. Sie müssen mir zuhören. Also, Sie verstehen nicht ganz. Wenn Sie den Meistbietenden suchen, dann kann ich den beschaffen. Sowas kann ich gut, Mann. Ach, wirklich. Glauben Sie mir. Ich würde Ihr Telefon nicht abhören, ha? Oh, hey, Scheiße. Hey. Ach ja, ein herrliches Birdie, wer ist, wie war Ihr Name doch noch gleich? Jade. Wer ist Jade? Fick dich! Nein, das war die falsche Antwort. Ich liebe dieses Land. Hier kann ein Mann wirklich alles werden, vorausgesetzt er hat das Hirn und die Eier dazu. Okay. Die alte ist so eine... Agency, Schlampe. Die Agency? Heißt das, es gibt eine Verbindung zwischen der Agency und Victoria? Ja. Was ist denn los? Das sind sehr gefährliche Leute, Mann. Die finden sie, wenn sie sie verarschen. Aber wenn ich ihr Mittelsmann wäre, dann verstehen sie denn nicht. Wenn die bereit waren, sogar einen Killer zu bezahlen. Dann ist sie doch bestimmt Millionen wert. Millionen! Ich überleg's mir. Jetzt verschwinden Sie, Birdie. Sie haben mir sehr geholfen. Aber wenn ich Ihre Visage noch mal sehe, dann begrabe ich Sie auf der Stelle. Das verspreche ich. Ich halte mein Wort. Alles gut. Das Fieder könnte den in der Mitte auseinanderreißen, so wie so ein... Wie so ein Knallbonbon. Das wird nichts, Mann. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh Mann. Genauer gesagt, ich habe eine Überraschung für alle. Na, das ist ein Stück, ey. Ganz schön viele Klischees, Digga. Ganz schön viele Klischees. Aber schon geil gemacht, irgendwie so. Die Atmosphäre cool gemacht. Welcome to Hope. Ich glaube, das wird sehr hoffnungsvoll werden. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Sieht aus wie ein Friedhof, Digga. Ja, hoffentlich nicht unsere, ne? Great Balls of Fire.